Frau Dr. Mulak, das Thema Gender hat in den vergangenen Monaten hohe Wellen geschlagen, nicht nur in den Geisteswissenschaften, sondern auch in der Politik. Wie würden Sie Gender eigentlich definieren? Ja, da sind wir gleich beim Knackpunkt. Denn es gibt keine autoritative oder von allen Seiten anerkannte, saubere Definition von Gender. Und da kann man nur die Entwicklung feststellen. Gender kommt aus dem Gleichheitsdenken, das also die Unterschiede zwischen Frau und Mann negiert und sagt, es sind alles soziale Konstrukte, und ist aber heute so befrachtet mit völlig anderen Themen, die alle in den Genderraum fallen, also wie zum Beispiel Transsexualität, Transgender und so weiter, die ursprünglich gar nicht in einem Gleichheitsdenken drin waren. Also es wird jetzt alles in Einheitsbrei angerührt. Aber es bedeutet in erster Linie, dass die Geschlechterdifferenz aufgehoben wird. Es soll also in Zukunft nicht mehr um Männer und Frauen gehen, sondern so ein Unisex-Modell, unter das beide Geschlechter subsumiert werden, zugunsten des Männlichen allerdings, wenn man genauer hinschaut. Sie sagen ja auch, die Gender-Theorie ist frauenfeindlich. Könnten Sie das nochmal genauer... Ja, genau aus dem Grunde, weil das spezifisch Weibliche wird wegdefiniert. Und dabei geht es nicht nur um dieses patriarchale Weiblichkeitsklischee, sondern es geht um das grundlegend Weibliche. Denn das Weibliche definiert sich ja in erster Linie dadurch, dass es etwas kann, was das Männliche nicht kann. Nämlich gebären, nähren. Diese beiden Punkte. Und damit wird praktisch das männliche Defizitmodell wegdiskutiert, einverleibt, genau wie es schon vor Jahrtausenden der männliche Gott gemacht hat, der die Göttinnen alle ausradiert hat und er selber sich zum Schöpfer der Welt und des Menschen erhoben hat. Sie meinen also, der Gender-Ansatz ist auch biologiefeindlich? Ja, auf jeden Fall, weil er die Biologie degradiert zu einem ausschließlich sozialen Konstrukt, das praktisch auf der Wirklichkeitsebene nichts zu tun hat, sondern einfach nur ein linguistisch oder verbales Modell ist. Und ich meine, die ganze Natur ist durchzogen vom Geschlechterdualismus. Es gibt weiblich-männliche Pflanzen, Tiere, alles, ja. Und nun auf einmal soll das nur noch sozial konstruiert sein. Was sozial konstruiert ist, ist der Biologismus, aber nicht die Biologie. Und der Biologismus ist wieder etwas, was Männer sich ja Tausende ausgedacht haben, was angeblich mit der weiblichen Biologie verbunden sein muss, was aber Blödsinn war. Wenn Sie die These vertreten, dass der Gender-Ansatz frauenfeindlich und biologiefeindlich ist, wie stehen Sie dazu? Judith Butler ist ja nun eine Frau. Ja, sicher. Wie passt das zusammen? Oh, das passt sehr gut zusammen, denn die Frauen haben sich ja das männliche Denken angeeignet. Sie haben sich die männliche Weltsicht angeeignet. Und viele Frauen, gerade bestimmte lesbische Frauen, fühlen sich dadurch aufgewertet, dass sie dem Männlichen gleich sein dürfen. Aber dieses Modell als solches ist damit aber nicht hinterfragt worden oder ad acta gelegt worden. Also, sie haben sich eingemeinden lassen in das patriarchal-männliche Modell und sagen, alle Frauen sollen da integriert werden. Und dann haben wir eben dieses Unisex-Modell, das aber das Männliche zum Vorbild hat. Also meinen Sie, dass Judith Butler nur eine bestimmte Gruppe mit dem Gender-Ansatz dient? Ja, also sie hat ihre Klientel im Queer-Feminismus und in der Transgender-Welt. Und da kommt noch ein Thema hinzu, was ursprünglich im Gleichheitsansatz nicht enthalten war, nämlich die ganze Transgender-Debatte. Ja? Wenn man aber berücksichtigt, dass dieses Transgender-Thema vielleicht höchstens 1% der Menschheit tangiert, dann ist es eine Minderheit, die Mehrheit okkupiert und beherrscht mit diesem Diskurs. Was würden Sie anstelle der Gender-Theorie setzen? Na, auf jeden Fall das Differenzdenken. Denn wir Frauen haben uns seit Jahrtausenden als minderwertig definiert vorgefunden, diese Definition auch internalisiert und sogar damit identifiziert,
Das heißt, das Männliche erhöht, das Weibliche abgewertet, was dann wiederum zu Frauenfeindlichkeit auch geführt hat, wenn die beiden sich gegenseitig abwerten. Und wir müssten erstmal über das Differenzmodell an die Wahrheit, an die Wirklichkeit kommen. Was ist Weiblichkeit wirklich? Und da kann ich nur auf einen Zeitungsartikel hinweisen, der uns sagt, die Evolution bevorzugt das Weibliche, wo die ganze biologische Stärke der Frau in Kleinformat aufgelistet ist, auf die Frauen eigentlich stolz sein könnten, müssten sogar, weil sie das tragende Geschlecht sind, wenn ohne sie gibt es kein Leben. Ich brauche nur einen Mann und damit hat sich's. Aber mit einer Frau allein kann ich das Leben nicht aufrechterhalten. Es braucht die Frauen, es braucht das ganze weibliche Geschlecht. Und das wird ja gerade in dieser Kultur schamlos ausgebeutet. Mütter haben ja zum Beispiel überhaupt keine Vorteile oder irgendwelche Unterstützung. Da mögen sie noch so viel Kindergeld geben, das wird dann wieder bei Hartz IV abgezogen. Ja, das ist so lächerlich. Oder die Mütterrente, da kriegt sie einen Punkt für ein Kind oder für zwei Kinder. Für drei Kinder kriegt sie dann noch einen Punkt. Es ist so lächerlich, denn sie ist die Stütze auch des Rentensystems. Das und trotzdem ist sie am meisten von Armut bedroht. Am meisten, ja. Denn die sogenannte Kinderarmut, von der wir sprechen, 2,6 Millionen inzwischen, ist ja primär eine Mütterarmut. Und das ist die große Schande. Die Mütter müssten auf Händen getragen werden für das, was sie tun, die Dienste, die sie mit ihrem Körper und damit auch mit ihrer Seele leisten. Und die Arbeitsleistung am Kind, die ist ja horrend. Die kann überhaupt nicht wieder gut gemacht werden. Ja? Und dann soll sie das Kind aber nach 3 Jahren von jetzt auf gleich an den Start geben in Kindererziehungsheime oder Kindergärten. Und was das einmal für Mütter bedeutet und was das für das Kind bedeutet, das haben wir noch gar nicht wirklich in Erwägung gezogen. Wenn man die Gendertheorie und die Differenztheorie vergleicht, wo findet sich da die weibliche Spiritualität wieder? Ich glaube, wir müssten jetzt in die Vergangenheit gehen, wenn wir darauf kommen wollen, weil ja der weibliche Körper das Grundmodell des Kosmos, der Erde, der Mutter Erde und des Menschen schlechthin war. Weil sie ist diejenige überhaupt, die Leben bedeutet. Schon in der Schöpfungsgeschichte, wo es von Adam und Eva die Rede ist, da heißt Adam, das Wort als solches, bedeutet nur rote Erde. Er ist aus Lehm, aus dem Lehmklumpen, also unbelebt. Während das Wort Chava, das ist die Mutter allen Lebens und es ist die Sinnfinderin und es ist die, die Weisheit hat. Und da ist es die ganze Spiritualität enthalten. Und wenn es heißt, dass sie ihm vom Baum der Erkenntnis zu essen gab, den Apfel darreichte, das heißt, dass sie die Erkenntnisvermittlerin war. Und Spiritualität hat immer auch mit Erkenntnis zu tun. Welche Kräfte in der Natur erkenne ich, die für den Menschen wesentlich sind oder im Menschen wiederkehren? Und von daher war das ursprüngliche Menschheitsmodell und Weltmodell, das wir heute matriarchal vielleicht nennen oder vorgeschichtlich, das wird ja aus der Geschichte ausgegrenzt, das war durch und durch spirituell. Und das findet sich auch im Differenzansatz? Vielleicht nicht in jedem Ansatz, aber es lässt sich dort finden und ich versuche es auch immer wieder dort hineinzubringen in all meinen Büchern. Was würden Sie den Frauen auf ihren Weg mitgeben? Dass sie erstmal lernen, sich selbst als Frau, nicht als sogenannter Mensch, denn unter Mensch wurde in der Vergangenheit immer der Mann gemeint und sie hat sich dann eingemeindet. Nein, dass sie als Frau sich wertschätzen lernt, mit all ihren biologischen Gegebenheiten, die ja auch emotionale und andere geistige Gegebenheiten nach sich ziehen. Das ist ja nicht zu trennen, das hat ja nur die patriarchale Wissenschaft getrennt. Dass sie also ihren Selbstwert entdeckt und damit auch den Selbstwert anderer Frauen. Und nur das kann eine gemeinsame Basis von Frauen und damit Solidarität unter Frauen schaffen.